Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zurück zu Geheimakte 2. Im letzten Video hat Nina mal wieder was ordentlich gegen den Kopf bekommen, so richtig Déjà-vu-mäßig. Im letzten Teil hat das ja auch so angefangen alles. Jemand war in ihrer Kabine, hat ihr dann auch die Tür gegen den Kopf geknallt. Jetzt ist ihre Handtasche verschwunden, ihr Koffer ist wieder da. Und irgendeine Katharina Jordan behauptet, sie hätte gesehen, wie Nina aufgrund einer Welle gegen die Tür gelaufen ist. Also das ist schon alles recht eigenartig und der guten Frau werden wir auch mal auf den Zahn fühlen, warum die hier solche Lügengeschichten erzählt. Aber wir werden als erstes zum Portier gehen, damit wir uns nicht völlig zum Klops machen, wenn wir die Frau beschuldigen, dass sie die Handtasche geklaut hat. Aber als erstes werde ich mal in den Koffer gucken, denn vielleicht gibt es ja ein paar Gegenstände, die wir schon mal mitnehmen können. Vielleicht brauchen wir die dann für spätere Rätsel. Endlich habe ich meinen Koffer wieder. Sind zwar keine allzu persönlichen Sachen drin, wäre aber trotzdem sehr ärgerlich gewesen. Ja, das kann ich mir vorstellen. So, wir gucken mal rein. Mal sehen, was für halbwegs brauchbare Klamotten ich da drin noch entdecken kann. Den Bikini werde ich auf jeden Fall mal zurück in den Koffer legen. So, was haben wir hier im Bademantel? Eine Baseballkappe und rote Socken. Ja, stecken wir doch erstmal alles ein, auch wenn wir nicht wissen, wozu wir es jetzt gebrauchen können. So, und als letztes noch die roten Socken. Und das war's. Okay. Dann gehen wir mal zur Rezeption. Das ist unser täglicher, morgendlicher Gang. Jedenfalls bis jetzt. Guten Morgen. Ich weiß, das hört sich etwas seltsam an, aber ich vermisse jetzt auch noch meine Handtasche. Schönen guten Morgen. Wo haben Sie sie denn zuletzt gesehen? Ich behalte meinen Verdacht gegen Katharina Jordan besser erstmal für mich. In meiner Kabine. Und jetzt ist sie nicht mehr da? Merkwürdig. Aber ich werde mich sofort darum kümmern. Ihren Koffer habe ich übrigens bereits in Ihre Kabine gebracht. Ja, vielen Dank. Gern geschehen. Aber was haben Sie eigentlich mit dem anderen Koffer gemacht? Dem von William Patterson? Ich? Nichts? Haben Sie ihn denn nicht wieder abgeholt? Nein, denn der Koffer war nicht mehr da. Seltsam. Ich werde jedenfalls die Suche nach Ihrer Handtasche sofort in die Wege leiten. Enthielt sie etwas Wertvolles? Geld, Ausweis, Führerschein und einige sehr persönliche Dinge. Von dem üblichen Kram wie Schminkzeug mal abgesehen, alles Sachen, ohne die ich ziemlich aufgeschmissen bin. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden alles unternehmen, damit Sie Ihre Handtasche so schnell wie möglich zurückbekommen. Dankeschön. Jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Fassen wir zusammen. Jemand war in meiner Kabine. Ich wurde niedergeschlagen und man hat sowohl meine Handtasche als auch den Koffer von diesem verunglückten Typen geklaut. Stellt sich die Frage, warum? Und welche Rolle spielt Katharina Jordan mit ihren Lügengeschichten? Oh ja, also der Koffer von William Patterson ist weg. Wer hat den wohl genommen und was hat der mit diesen komischen Leuten in den Kampfanzügen zu tun? Das ist ja die Frage, die sich da eigentlich stellt, für uns zumindest. Wir suchen jetzt mal auf jeden Fall Katharina Jordan, die muss ja irgendwo hier rumgeistern auf diesem Schiff. Und gehen wir als erstes mal hier ins Restaurant, schauen uns da um. Vielleicht ist sie da, vielleicht auch nicht, vielleicht finden wir ein paar Gegenstände, wir werden sehen. Was läuft denn da? Ist das nicht dieser Typ, der schon seit Wochen durch die Medien geistert? Hört die Worte des Propheten Sandona, der große Tag des Herrn ist nah. Dieser Tag wird ein Tag des Grimmes, ein Tag der Trübsal und der Angst, ein Tag des Wetters und des Ungestüms. So sagt es der Prophet und so sag ich es euch. Gottes Zorn wird all jene treffen, die unrein in Körper und Geist sind, und er wird keine Gnade walten lassen, sie endgültig zu zerschmettern. Doch für all jene, die reinen Herzen sind, für all jene, die sich Puritas Cordis nennen, ist der Tag der Errettung nahe. Denn sie werden nicht von der Welle des Umbruchs hinfortgerissen. All jene, die unserer Gemeinschaft Puritas Cordis angehören, werden auf dieser Welle einer neuen Zukunft entgegengetragen. In eine neue Weltordnung, ein neues Reich Gottes. Lobet den Herrn, preiset Puritas Cordis. Ja, ist gut jetzt. Ich mach den Mist mal aus. Was ist denn das für eine Gestalt? Und wie seltsam veranlagt muss man sein, um so einer Sekte wie Puritas Cordis beizutreten?
Denn seht, die Apokalypse ist nah und all jene werden im ewigen Höllenfeuer braten, die nicht sofort ihr gesamtes Geld auf unsere Schweizer Bankkonten überweisen. Ach, sowas regt mich echt auf. Ja, wir wissen jetzt also, Puritas Cordis ist eine Sekte, die den Weltuntergang prophezeit und Rettung verspricht. Naja, dass die nicht so ganz beisammen sind, ist, glaube ich, klar. Aber wir gucken uns jetzt erstmal hier im Speisesaal um. Als erstmal den Fernseher hier, den wir zwar gerade ausgeschaltet haben, aber vielleicht läuft ja noch was anderes. Der Fernseher ist aus und das kann auch gern so bleiben. Ich bin froh, dass ich solche Leute wie diesen Prediger der Apokalypse nicht mehr sehen muss. Okay, dann bleibt er auch erstmal aus. Und hier dieses ganze Essen können wir nicht mitnehmen, aber hier hängen wieder mal ein paar Fotos, beziehungsweise ein Foto. Das Foto eines kleinen Seriendarstellers, der wohl irgendwann mal mit diesem Schiff gefahren ist. Und da ist ja noch gar kein Foto drin. Ein leerer Rahmen. Entweder hing hier mal ein Bild oder es soll noch eins rein. Tja, das wissen wir nicht. Beides ist möglich. So, hier mal ein paar Rosen. Ich stelle gerade fest, dass ich eigentlich viel zu selten Blumen geschenkt bekomme. Ja, hättest du mal mit Max drüber sprechen müssen, dann hätte der euch vielleicht nicht getrennt. So, die steck mal ein. Ich finde, dass ich diese Blumen wirklich verdiene. Nach dem ganzen Ärger auf jeden Fall. So, hier liegt noch ein Flaschenöffner in Form eines Ankers. Ja. Ein einfacher Flaschenöffner. Nicht besonders formschön. So, den werden wir auch einstecken. Und dann haben wir hier offenbar den Speisesaal schon ausgeräumt. Weil hier hinten kann man nichts weiter anklicken. Oder? Nein, sieht nicht so aus. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Und dann werden wir mal aufs Sonnendeck gehen, denn ich schätze mal, da werden die meisten der Passagiere sich aufhalten. Und da finden wir bestimmt auch Katharina Jordan. So. Und da sehe ich sie auch schon. Und der kleine Oscar. So, dann sprechen wir die gute Frau jetzt direkt mal an. Sehr stilvolles Outfit. Rosa Bademantel, grauenvolle Sonnenbrille und ein Hut? Naja, nennen wir es mal Hut. Gut, wir sprechen mal mit ihr. Na, was lesen Sie denn da? Ein Märchenbuch zur Weiterbildung? Ja, aber ich bin mir sicher, dass ich Sie mit überflüssiger Bildung nur langweilen würde. Sie haben bestimmt auch noch unglaublich wichtige Sachen zu erledigen. Deshalb will ich Sie nicht weiter aufhalten. Keine Sorge, Sie halten mich nicht auf. Ich wüsste nur gerne, ob die tollen Geschichten, die Sie dem Kapitän erzählt haben, vielleicht in irgendeiner Weise mit dem Verschwinden meiner Handtasche zu tun haben könnten. Was wollen Sie damit andeuten? Ich will gar nichts andeuten. Ich frage Sie gerade heraus. Haben Sie etwas mit dem Einbruch in meine Kabine zu tun? Was? Das muss ich mir nicht gefallen lassen. Und ich muss mir nicht gefallen lassen, dass Sie überall herum erzählen, ich würde gegen Türen laufen. Zuerst dachte ich ja, Sie wollen sich einfach nur wichtig machen. Aber dann habe ich bemerkt, dass meine Handtasche weg ist. Etwas seltsame Zufälle, finden Sie nicht? Also das ist eine bodenlose Frechheit. Verschwinden Sie! Aber... Hauen Sie ab oder ich fange an zu schreien! Frauen, schlimm. Keine sachliche Unterhaltung kann man mit Ihnen führen. Aber ich bin mir sicher, dass sie was mit dem Verschwinden meiner Handtasche zu tun hat. Ich muss es ihr nur beweisen. Irgendwie. Ja, Nina, was hast du denn erwartet, wie die Frau reagiert, wenn du sie beschuldigst, deine Handtasche geklaut zu haben? Sie sagt, ja, ich war's. Natürlich. Okay, wir haben jetzt ein paar Tagebucheinträge bekommen. Den werden wir uns jetzt mal kurz widmen. Und dann sprechen wir nochmal mit Oscar und dem Barkeeper. Und ich glaube, hier kann man sicherlich noch so das eine oder andere einstecken. Ein Verdacht. Ja, hier geht's los. Nächtlicher Besuch an Bord der Calypso. Nina hört Stimmen aus ihrer Kabine. Bevor sie herausfinden kann, was da vor sich geht, schlägt man ihr die Tür gegen den Kopf. Als sie aus ihrer Bewusstlosigkeit erwacht, erfährt sie, dass die Passagierin Katharina Jordan den nächtlichen Überfall als Ninas eigene Ungeschicklichkeit darstellt. Will sie sich nur wichtig machen oder verfolgt sie damit eine bestimmte Absicht? Hat sie vielleicht sogar etwas mit dem Verschwinden von Ninas Handtasche zu tun? Das werden wir noch rausfinden. Angst als Marketing, an Bord der Calypso. Der Fernsehprediger Pat Shelton scheint die allgemeine Hysterie bezüglich der aktuellen Naturkatastrophe und des Klimawandels auszunutzen, um Mitglieder für seine apokalyptische Sekte Puritas Cordis zu rekrutieren.
Nina lässt sich davon allerdings wenig beeindrucken und vertraut eher ihrem Vater und dessen wissenschaftlichen Kollegen, die sich auf der UN-Vollversammlung in New York mit diesem Thema beschäftigen. Er ist vielleicht auch besser so. Ein Verdacht an Bord der Calypso. Das Verhör mit Katharina Jordan verläuft nicht sonderlich erfolgreich. Dennoch erhärtet sich der Verdacht, dass sie etwas mit dem nächtlichen Überfall auf Nina und dem Verschwinden ihrer Handtasche zu tun hat. Vielleicht lassen sich in der Kabine von Katharina Jordan irgendwelche Beweise finden. Aber wie soll Nina dort hineingelangen? Okay, jetzt will sie eigentlich also bei der Frau einbrechen. Da müssen wir uns das überlegen. Wir müssen ja irgendwie an ihre Schlüsselkarte kommen. Wir sprechen erstmal mit Oscar. Manchmal wünschte ich, ich hätte auch Kinder. Aber wenn ich mir das genau überlege, muss nicht sein. Hallo, Oscar. Oh, hallo, Nina. Du, ich habe mal eine ganz wichtige Frage. Hast du gestern gesehen, wie jemand in meine Kabine gegangen ist? Nein, wieso? Weil meine Handtasche verschwunden ist. Da sind sehr wichtige Sachen drin und das ist auch ganz bestimmt kein Spaß. Ich hab dir nichts weggenommen. Die Sachen lagen da ja schon rum. Ich wollte doch nur spielen. Ich hab dir alles wiedergegeben, ganz ehrlich. Ich hab nämlich mal die Tasche von meinem Onkel versteckt und da waren seine Medikamente drin. Er wäre fast gestorben und mein Vater wurde ganz furchtbar wütend. Deshalb mache ich sowas auch nicht mehr. Ist schon gut, ich glaub dir ja. Aber du hast wirklich niemanden in der Nähe meiner Kabine gesehen? Nein, wirklich nicht. Fein, dann will ich dich nicht weiter vom Spielen abhalten. Viel Spaß noch. Dankeschön, Nina. Okay, der kleine Oscar hat nichts gesehen, aber mir ist gerade aufgefallen, hier liegen ja die Schlüsselkarten. Wohl die Zimmerschlüssel der Leute, die an Deck sind. Da liegt bestimmt auch die von der guten Frau. Die gehören mir nicht. Wenn ich einen der Schlüssel haben will, dann müsste ich mich schon als der Passagier ausgeben, dem er gehört. Okay, das heißt, wir müssten uns als Katharina Jordan ausgeben. Das würde der doch merken. Wir können ja mal mit ihm reden. Nicht gerade ein Tom Cruise, aber immerhin. Schönen guten Tag. Ja, nicht wahr? Genießen wir ihn, solange es noch geht. Wie meinen? Der Klimawandel mit all seinen schrecklichen und noch immer unabsehbaren Folgen. Brennende Ölfelder im Nahen Osten, Bürgerkriege und dann das schreckliche Erdbeben in Japan. Ich sag ihm, bald wird die ganze Welt in Flammen stehen. So schlimm ist es ja nun auch wieder nicht. Gut, es gibt eine ganze Menge großer Probleme auf der Welt, aber früher oder später... wird es vorbei sein, genau. Ich sag ihm, wenn die Erde uns nicht mehr will, kann niemand etwas dran ändern. Den werde ich wohl nicht zu meiner nächsten Party einladen. Nein, der scheint irgendwie Puritas Cordis zu glauben. Ich habe gerade diese schreckliche Predigt von einem noch schrecklicheren Kerl im Fernsehen verfolgt. Kann es sein, dass Sie das auch gesehen haben und leicht zu beeindrucken sind? Sie meinen Pat Shelton? Mag sein. Sind Sie etwa auch einer von denen? Sollten wir nicht alle an etwas glauben, dessen Eintreffen unvermeidlich ist? Sehen Sie sich doch um. Die Welt spielt verrückt. Überall diese schrecklichen Katastrophen. Genau wie es die Bibel vorausgesagt hat. Das kann kein Zufall sein. Ich sag Ihnen, der Tag der Apokalypse ist nah. Und dann werden nur die überleben, die reinen Herzens sind. Das hat Pat Shelton gesagt. Und ich hab gesagt, Hanebüchner Humbug. Und Pat Shelton hat gesagt, dass wir alle in Frieden und ohne Angst zusammenleben werden, sobald die Welt wieder rein ist. Das wollen wir doch alle, oder? Endlich keine Angst mehr haben. Die Angst wird doch von solchen Leuten wie diesem Shelton gerade erst erzeugt. Seine Puritas Cordis, oder wie die heißt, kann doch nur existieren, weil die Leute sich mit ein paar seltsamen Prophezeiungen und Andeutungen Angst machen lassen. Wenn Sie meinen, ist nur schade... Was ist schade? Dass ein so nettes Mädchen wie Sie hinweggefegt wird, wenn die große Flut kommt. Dem ist nicht mehr zu helfen. Das habe ich auch gerade gedacht. Der steht da schon voll dahinter. Aber jetzt erstmal zu den Schlüsselkarten, das ist wichtiger. Die Schlüssel hier auf dem Tresen sind von Gästen? Kann man die hier abgeben? Ja. Der Portier ist nicht immer an seinem Platz, weil er auch noch andere Aufgaben zu erledigen hat, während wir auf See sind. Deshalb können die Gäste hier den Schlüssel abgeben, solange sie sich zum Sonnenbaden oder Schwimmen auf dem Hinterdeck aufhalten. Sie haben Ihren aber hier nicht abgegeben, oder? Nein, habe ich nicht. Gut, ich komme da in den ersten Tagen nämlich immer leicht durcheinander. Telefonnummern kann ich mir bereits nach dem ersten Wellen jahrelang merken, aber Menschen und Gesichter sind echt nicht meine Stärke. Sehr interessant, das sollte ich mir merken. Ja, das sollten wir. Das heißt ja, wir können uns als Katharina Jordan ausgeben und die Schlüsselkarte bekommen. Gut. Ich werde mir dann schon mal ein sicheres Plätzchen für den Fall eines plötzlichen Weltuntergangs suchen. Das ist doch schon mal interessant.
Aber, ja, unsere Verkleidungskünste werden wir dann erst im nächsten Video auf die Probe stellen, denn die Zeit ist schon wieder um. Bis dann. Tschüss.